Black Speed, Thrash oder Death Metal, sie sind die härtesten Varianten des Hard-Metal-Genres unserer Tage. Gruppen wie Slayer, Metallica, Anthrax oder Deicide haben es über die Jahre geschafft, diese Extremform der Musik fest zu etablieren. Wenn man allerdings die Entwicklung zurückverfolgt, wird schnell offensichtlich, dass eine ganz andere Band als Initiator und Begründer dieser Spielart in Frage kommt. Hi, this is Abaddon from Venom and you're watching Metalla. Venom, eine Band aus der nordenglischen Stadt Newcastle, revolutionierte den klassischen Metal der 80er, indem sie die traditionellen Formen durch einen Fleischwolf drehten und das Ganze mit einer Prise Dilettantismus würzten. Als wir anfingen, waren wir wirklich schlechte Musiker, aber wir wollten halt unbedingt eine Metal-Band gründen, die ziemlich heftig sein sollte. Zuallererst spielte ich Bass, aber unser Gitarrist Mantas suchte einen Schlagzeuger, also sagte ich, klar, das kann ich auch. Ich hatte noch nie Schlagzeug gespielt, verscherbelte aber dennoch meinen Bass, um ein Drumkit zu kaufen und begann, mit der Hilfe des Teufels zu üben. Die meisten Bands haben, wenn sie ins Studio gehen, eine gewisse Vorstellung von dem Ergebnis. Wir damals nicht. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie es klingen sollte. Wir wussten nur, dass unser Zeug laut und derb ist. Unter diesen Voraussetzungen entstanden unsere ersten drei Songs. Abgesehen von dem bis dato unerreichten Härtegrad war auch das Image der drei Krachmacher ziemlich unkonventionell. Unter den Pseudonymen Kronos, Abaddon und Mantas wurde Satanismus und Okkultismus in einer so noch nie dagewesenen Form gepriesen. Dieser ganze Okkultkram hatte uns unabhängig voneinander schon vor Venom interessiert. Als wir dann die Band gründeten, merkten wir, dass Satanismus eine gute Inspirationsquelle für unsere Texte war. Wir benutzten so viel satanische Symbole und Texte wie möglich und prägten durch diesen Stil unsere ersten vier Platten. Das ganze Image und Outfit stand also von Anfang an. Und eine weitere Konsequenz war die Benutzung von Namenspseudonymen. Unsere normalen Namen waren nicht powerful genug. Es musste alles passen. Texte, Albumcover, unsere Fotos, Videos. Alles sollte krasser als bisheriges sein. Nach dem vierten Album Possessed sank der Stern von Venom langsam, aber unaufhaltsam. Die Fans wandten sich lieber Gruppen wie Slayer oder Metallica zu, die mittlerweile wesentlich professioneller agierten als ihre ehemaligen Vorbilder. Die Band geriet zusehends in Vergessenheit und bald darauf verließ Bassist und Sänger Kronos die Band. Trotz neuer Musiker konnten Venom an die alten Erfolge nicht mehr anschließen. Am Anfang waren es wir drei, die für alles verantwortlich waren. Wir haben die Musik und das Image gestaltet. Wenn wir die ganze Verantwortung einem großen Management oder einer großen Plattenfirma gegeben hätten, wären wir wahrscheinlich unterdrückt worden. Es hätte dann eine polierte Version von uns gegeben, ähnlich wie es bei Metallica der Fall war. Vielleicht hätten wir es aber doch machen sollen. Damit die alten Songs nicht vollkommen in Vergessenheit gerieten, entschlossen sich Abaddon und ein paar befreundete Musiker, die durch den Sound der Black Metal-Heroen beeinflusst wurden, einen Tribute-Sampler mit Highlights der frühen Venom-Ära zu erstellen. Als deutsche Vertreter wurden Mille und Tom Angel Ripper ins Rennen geschickt. Entstanden ist die Idee auf einem der Dynamo-Festivals. Ich sprach mit ein paar Jungs von Paradise Lost und die meinten, dass die alten Venom wieder zurückkommen und hier spielen sollten. Wir haben noch rumgesessen und was getrunken und Leute von Skyclad begannen, alte Venom-Songs zu singen und alle erinnerten sich an die alten Tage. Ich sprach unter anderem noch mit Leuten wie Mille und bald darauf jammten die ersten Bands zu unseren Songs, sodass wir schon bald ein halbes Album zusammen hatten. Dann fragten uns Gun Records, ob wir nicht die ganze Sache zu Ende bringen wollten.